in dem heutigen Video befinden wir uns einmal in meiner kleinen Küche, wie man unschwer kennen kann. Denn um die soll es auch heute gehen. Ich habe 10 Tipps und Tricks für euch herausgearbeitet, mit denen ihr wirklich systematisch eure Küche super ordentlich, chaosfrei und sehr ästhetisch gestalten könnt, ohne dabei auf Stauraum verzichten zu müssen. Und wie ihr das Ganze machen könnt, das erfährt ihr jetzt sofort. Bevor ich loslege, all die Produkte, die ich euch jetzt vorstellen, zeigen werde und so weiter, werde ich euch unten in der Videobeschreibung verlinken. Falls die Sachen nicht mehr aktuell sind, werde ich euch ähnliche Sachen, Alternativen sozusagen unten verlinken. Am besten die günstigsten Sachen, sodass ihr euch das Ganze auch nachkaufen könnt. Denn ich weiß, wir befinden uns in einer sehr schwierigen Phase, wo man wirklich darauf achten sollte, wo man sein Geld lässt. Und ich sag mal, wir legen direkt los, ohne viel drumherum. So, der erste und essentiellste Tipp überhaupt ist, um eine super chaosfreie Küche zu haben, ist einmal wirklich die Arbeitsflächen nicht vollzustellen und auch möglichst darauf zu achten, dass man nur diese Geräte aufstellt oder Dinge, die man auch tagtäglich nutzt. Ich zeige euch mal die Gerätschaften, die ich habe. Hier steht wirklich fast gar nichts. Und dann haben wir auch schon hier den Reiskocher, den ich gar nicht so stark benutze. Er kann da ruhig stehen bleiben, aber ich werde ihn demnächst wegstellen, weil ich ihn halt nicht brauche. Und werde diesen Platz für andere Dinge, die ich benötige, verwenden. So, dann habe ich hier eine, wie heißt denn das? Eine Waage, die ist auch sehr klein und praktisch. Dann haben wir hier eine Mikrowelle, die benutzt man wirklich fast jeden zweiten, dritten Tag. Ein Airfryer, den braucht man jetzt nicht unbedingt, weil man, wenn man eine Mikrowelle hat, aber man kann halt, wenn man den Platz hat, beides aufstellen. Ein Toaster und ein Wasserkocher. Alles andere ist für mich ziemlich unnötig, deswegen habe ich nur diese Gerätschaften hier stehen. Wirklich diese Sachen, die ich auch wirklich brauche. Das einzige Gerät, was ich noch habe, ist einmal hier der Sandwichmaker. Den habe ich hier verstaut, aber dazu kommen wir gleich. Genau, und man sieht, meine Arbeitsflächen sind jetzt nicht allzu stark vollgestellt. Deswegen sieht meine Küche sehr ordentlich aus. Um natürlich die Ordnung in der Küche beizubehalten, nützen soll euch kleine Gadgets, wie zum Beispiel so ein Organizer für die Topfdeckel, sind super, super hilfreich, vor allem wenn man ganz viele Töpfe hat. Was ich natürlich noch vergessen habe zu erwähnen ist, um euren Platz in der Küche ein wenig auszubreiten, ist immer so zweistöckige Sachen zu verwenden. Da habt ihr wirklich mehr Stauraum. Ihr dürft dabei nicht in die Breite gehen, sondern immer in die Höhe. Wenn ihr in die Höhe geht, könnt ihr damit absolut nichts falsch machen, wie zum Beispiel bei zweireinigen Regalen oder solchen Obstschalkörben oder was auch immer das auch sein mag. Und als kleiner Tipp auch nochmal für die Küchenrolle, damit sie nicht so blöd hier rumsteht, kann man sich solche Halterungen herholen. Hier zeige ich euch mal ein Bild. Die könnt ihr euch dann an eure Regale kleben und dann hängt eure Küchenrolle beispielsweise hier. Ich habe mir das Gadget geholt, jedoch habe ich nicht darauf geachtet, dass hier einfach keine Fläche zum Kleben ist, sondern einfach nur eine Lichtröhre. Also habe ich gar keine Gelegenheit, hier was aufzuhängen bzw. aufzukleben. Aber das wäre super toll, hätte ich die Möglichkeit gehabt, dann würde das hier hängen, statt hier so dumm rumstehen. Damit auch eure Innenschränke gut ausschauen, solltet ihr darauf achten, dass ihr euch Organizer holt in Form solcher Schälchen. Da könnt ihr euren Tee, eure Früchte, keine Ahnung, was ihr alles noch sortieren möchtet in eurem Küchenbereich. Alles schön reinsortieren. Und dann sieht das Ganze auch wirklich ganz anders aus, als würde das nur in der Verpackung dastehen. Sorgt es dafür, dass man es schnell griffbereit hat. Es ist viel praktischer, ordentlicher und bietet mehr Funktionen, als wenn man das Ganze einfach in dieser Originalverpackung lässt. Den Organizer benutze ich übrigens auch hier in meinem Gewürzschrank. Das benutze ich so für diese Fertigtüten oder Gewürztüten. Alles schön praktisch in so einem Behälter. Und so kann man wirklich sehr schnell und leicht an die Gewürze rankommen. Oder die ganzen Maggi-Tüten, was auch immer. Und hat wirklich keinen großen Kampf, alles hin und her zu schmeißen und im Chaos zu versinken, was solche Tütchen betrifft. Und allgemein hat man somit alles sehr schnell im Überblick und kommt auch sehr schnell an die Sache ran. Als kleinen Tipp nebenher, falls ihr auch nicht so viel Stauraum habt, was Besteck betrifft, achtet einfach darauf, dass ihr solche Sachen, großen Sachen wie Kellen, Pfannenwender und so weiter einfach in eine Vase stellen könnt und es als Deko verwenden könnt, ohne dass ihr das irgendwo hier in die Schubladen stöpfen müsst, wo ihr sowieso schon keinen Platz habt.
stell es einfach in eine Vase. Wichtig bei solchen Sachen ist es wirklich immer darauf zu achten, dass man wirklich farblich einheitliche Sachen auswählt. Wirklich, dass alles schön einheitlich gestalten wird, dass alles wirklich in eure Farbkombi reinpasst. Bei mir ist zum Beispiel alles schwarz-weiß und ein bisschen beige. Das betrifft auch mein Geschirr. Hier habe ich wirklich alles nach Farbe sortiert. So sieht das Ganze gleich nicht nur viel ordentlicher aus, sondern ist auch wirklich schön anzusehen, ohne dass man hier von vielen verschiedenen Farben verwirrt wird. Wie zum Beispiel hier, ich habe eine Tasse, die finde ich jetzt nicht so schön. Und ich stelle sie immer nach hinten, weil die Farbe halt nicht ins Konzept passt. Deswegen überdecke ich das Ganze so mit den weißen Bechern. Aber alles, was farblich nicht in meine Schränke passt, das hole ich mir auch nicht. Ich achte darauf, dass ich hier wirklich alles schwarz-weiß kaufe und dass alles schön in meine Schränke reinpasst. Wie jeder andere auch besitze ich eine Schublade mit Sachen, die einfach nicht wichtig sind, beziehungsweise die nicht tagtäglich benutzt werden, von denen ich mich aber nicht trennen möchte. Deswegen sind sie auch im ganz obersten Bereich meiner Küche, wo ich auch schwer rankomme. Es ist wirklich sehr, sehr hoch. Und da habe ich Sachen drin, die ich jetzt nicht immer brauche, von denen ich mich aber nicht entfernen kann. Also die will ich behalten. Ich habe es deswegen versucht, so ordentlich wie möglich zu gestalten da oben. Aber wichtig für eine ordentliche Küche ist es auch wirklich darauf zu achten, dass man sich von jeglichem Mist, den man nicht braucht, trennt. Also alles, was ihr nicht braucht, trennt euch davon radikal. Denn das ist wirklich nur Platzverschwendung. Wenn ich diesen Platz jetzt da oben nicht dafür für diese Sachen hätte, dann hätte ich die wirklich echt in den Keller getan, an jemanden verschenkt oder wirklich weggeworfen. Da ist unter anderem auch ein Blumentopf. Keine Ahnung warum. Aber das sind so Sachen, von denen ich mich jetzt nicht trennen kann. Aber ja, vielleicht in naher Zukunft vielleicht. Aber achtet wirklich drauf, dass ihr diese unordentliche Schublade, die ihr bei euch in der Küche habt, wirklich komplett aussortiert und euch von Sachen, die ihr nicht braucht, verabschiedet. Ich weiß, jeder von euch hat so eine Schublade oder einen Schrankablage, wo ihr wirklich alles Mögliche reinstellt. Von Sachen, von denen ihr euch nicht trennen könnt und die Sachen, die ihr auch nicht braucht. Aber ab heute ist Schluss damit. Trennt euch davon und verschenkt, verkauft die Sachen einfach, wenn ihr sie nicht mehr nutzt und nicht braucht. Clevere und nützliche Gadgets, wie zum Beispiel ausziehbare Mülltonnen, sind wirklich das A und O für eine super geordnete Küche. Ich habe jetzt die zweite Mülltonne zweckentfremdet. Ich habe jetzt da Aufbewahrungsbeutel, Müllbeutel und Spülmittel drin, weil ich das Ganze hier umgefüllt habe in so eine schöne Flasche, sodass es hier nicht so dumm rumsteht, weil mir die Farbe des Behälters nicht gefällt. Habe ich es ganz einfach hier unten drin verstaut, weil ich die Möglichkeit dazu habe. Hätte ich sie nicht, ja, würde ich mir noch eine zweite davon holen und die einfach umfüllen, sodass wirklich alles ins Farbschema passt und keine Farben mehr hier auf meinen Arbeitsbereich kommt. Und ja, das ist wirklich super wichtig. Damit könnt ihr Platz sparen und euer Müll super schön und einfach trennen. Genau, und ja, wichtig ist auch darauf zu achten, dass ihr nur die Sachen hier unten reinstellt, die ihr auch wirklich braucht. Schwämme, Müllbeutel, Backpapier und das war's auch schon. Das war's, mehr braucht ihr nicht. Hier habe ich auch nochmal einen kleinen Tipp, falls ihr einen Airfryer habt, wie ich zum Beispiel da hinten, dann könnt ihr euch so Backpapier zurechtschneiden in der Größe von eurem Airfryer. Damit bleibt euer Airfryer immer schön sauber, wenn ihr was Fettiges darin ja, zubereiten, aufwärmen wollt. Das ist wirklich sehr, sehr praktisch. Genau, das habe ich hier jetzt auch an der Seite. Auch hier habe ich einen kleinen Container für die Spülmitteldinger, sowie auch noch meinen Container hier unten für die Müllbeutel, damit alles schön griffbereit ist, ordentlich steht und organisiert ist, dass ich nicht lange suchen muss und so weiter. Genau, ich liebe diesen Bereich. Der sieht zwar farblich nicht so sonderlich gut aus, aber er ist praktisch. Als nächsten Tipp für mehr Stauraum, ohne im Chaos zu versinken, solltet ihr Körbe nutzen. Ich habe zum Beispiel hier oben einen Korb mit Backwarensachen, die jetzt nicht in meine Schränke reingepasst haben. Ich habe wirklich nicht viel Stauraum. Hier habe ich gar nichts.
weil da so ein Ding ist. Auch hier, das ist einmal diese Abzugshaube. Hier oben ist auch nichts. Hier sind meine Gewürze und so weiter drin. Und dann kommen wir auch schon zu der letzten Schublade. Also vorletzten, einmal mein Besteck. Und dann habe ich hier auch schon direkt meine Lebensmittel drin. Das war's. Mehr an Schränken habe ich nicht. Deswegen musste ich all meine Backwaren hier in den Korb verlagern. Und das ist wirklich eine sehr praktische Lösung. Die Sachen fliegen jetzt nicht dumm in der Küche herum, sondern sind alle schön geordnet in diesem Korb. Also nutzt auch gern die Ablage vor eurem Kühlschrank, denn auch dort könnt ihr solche Körbe, die ihr auch ordentlich lässt, drauf verstauen, um euch ein bisschen mehr an Stauraum zu verschaffen. So, kommen wir nun zu meiner unbeliebten Schublade oder Schränkchen. Genau, da habe ich alle möglichen Nudelsorten, die immer im Angebot waren, habe ich mir schön nachgekauft, hier reingestellt. Aber hätte ich die Möglichkeit, würde ich all die Sachen hier umfüllen. Denn das ist auch schon der nächste Hack. Holt euch entweder ein Regal, falls ihr das noch nicht habt, so ein, was in die Höhe geht am besten. Und dann solch Organizer, wo ihr eure Lebensmittel super schön ästhetisch nach draußen stellen könnt, wo man die sehen kann, ohne dass das Ganze vollgestellt aussieht. Das ist voll der absolute Hack überhaupt, denn ihr könnt aus euren Lebensmitteln wirklich ästhetische Deko machen, wie ich finde. Und hierzu braucht ihr einfach nur ein hohes Regal, offenes Regal. Ihr könnt das auch hinter verschlossenen Türen machen, sodass alles schön geordnet ist, super schnell griffbereit ist. Ihr habt alles im Überblick. Alles, was ihr braucht, könnt ihr direkt nehmen und euch zubereiten. Ich habe hier zum Beispiel, was habe ich hier drin? Vollkornmehl, Sonnenblumenkerne, Haferflocken, allen möglichen Nudelsorten. Wenn die leer gehen, kann ich die wieder auffüllen von da oben. Und dann ist auch schon das Problem mit dieser vollgestellten Schublade gelöst. Aber ich habe jetzt viel zu viel eingekauft, deswegen habe ich jetzt einen kleinen Überschuss. Aber um das Ganze möglichst ordentlich und sauber zu gestalten, sodass es auch ästhetisch schön ausschaut, achtet darauf, dass sie farblich alle gleich ausschauen. Plus die gleiche Höhe haben. Hier im unteren Bereich habe ich auch noch ein paar Dosen stehen mit Zucker, Kaffee, Kakao und allem möglichen Kram an Samen. Ja, das war jetzt zum Thema Organize deine Sachen so, dass sie ästhetisch in deine Küche reinpassen. Kommen wir auch schon zum nächsten und somit auch den letzten Tipp. Falls ihr so viele Lebensmittel habt, die aber nicht in euren Schrank reinpassen oder in eure Regale, dann könnt ihr das Ganze so machen, dass ihr die eher unwichtigen Lebensmittel und Gadgets, Geräte und so weiter irgendwo anders hin verlagert, wie zum Beispiel in den Flur, in den Keller oder sonstige Schränke in eurer Wohnung, sodass ihr wirklich auch Zugriff darauf habt, wenn ihr die Sachen braucht, aber jetzt wie Sachen wie zum Beispiel Kelloggs nicht in den Keller stellt, sondern bei euch griffbereit zur Verfügung habt oder Sachen wie Reis, was man nicht alltäglich nutzt, halt in den Keller verlagert, sodass ihr auch trotzdem drauf Zugriff habt, aber eure Küche damit nicht vollstellt. Was ich hier in dem Bereich auch noch gemacht habe, ist so einen kleinen Organizer hinzustellen, der mir auch wirklich sehr viel Platz verschafft, wo ich auch Sachen hinstellen kann, die keinen Platz in den Schränken gefunden haben, wie zum Beispiel Öl hier unten, Zwiebeln, Kartoffeln, Knoblauch. Hier in dieser Ecke bewahre ich meine Getränke auf. Da kann man natürlich auch nochmal ein Regal reinbauen, reinstellen, wie man möchte. Denn so eine Ecke kann man auch gut mit einem Regal ausfüllen, sodass man mehr Stauraum hat und wobei das Ganze auch noch ordentlich ausschaut. Auch kann man, um Platz zu schaffen, Stauraum zu schaffen, zu Regalen greifen. Auch da solltet ihr darauf achten, dass alles schön in einer gleichen Höhe aufgebaut ist, nach Farben sortiert ist und ja. Habe ich jetzt mich nicht dran gehalten. Trotzdem sieht das Ganze schon ziemlich ordentlich aus. Auch wenn die zwei jetzt nicht so stark reinpassen, sieht das Ganze ordentlich aus. Die Sachen, die ich so schön finde, befinden sich im hinteren Bereich. Mehr passt da leider nicht dran drauf. Aber was man auch noch machen könnte, ist ein zweites Regal hier drüber anbringen, sodass man die Gewürze ein wenig ausbauen kann, denn ich habe auch hier nochmal in dem Bereich welche stehen und die könnte ich dann halt im
auf dem zweiten Regal schön platzieren und hätte dann auch hier wieder neuen Stauraum für andere Dinge. So Leute, das war's auch schon mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen und ihr konntet den einen oder anderen Tipp für euch mitnehmen, um eure Küche etwas ästhetischer zu gestalten. Falls ihr weitere Tipps für mich habt, schreibt sie mir gerne unten in die Kommentare rein. Ich lese sie mir gerne durch. Ansonsten, wenn ihr auch Interesse daran habt, andere Räume in eurer Wohnung zu sehen, wie ich denn mir mehr Platz verschafft habe auf kleinsten Raum, dann lasst es mich gerne wissen. Dann zeige ich euch gerne mein Bad. Mein Bad ist ein bisschen, ich glaube, das Doppelte von der Küche. Aber ich habe trotzdem darauf geachtet, dass alles schön systematisch ordentlich ist und habe ganz viel in Behältern aufbewahrt. Und ja, falls ihr Interesse daran habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Dann werde ich das Ganze für euch abdrehen. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!